Willkommen zurück bei Let's Play GTA 5. Was steht denn heute so an? Wir haben uns gedacht, wir trollen heute mal ein paar Spieler. Genau, also wir sind wieder auf einem öffentlichen Server. Letzte Folge waren wir auf dem geschlossenen. Manu, mute alle Spieler. Wie geht denn das? Warte, ich starte, dann gehst du auf Online, glaube ich. Start, Online. Dann auf Spieler. Ja. Und dann siehst du, welchen Headset haben, glaube ich. Da hat jemand da, ja, dieser. Genau, und dann kannst du den muten. Der redet da sogar. Ja, dann Optionen muten. Stumm schalten. Wir schalten alle stumm. Da. Weil das nicht, dass man uns nicht mehr hört. Ja, genau. Ach, mich kann ich nicht stumm schalten. Ja, und ich Ach, der eine ist ja schon Level 50. Ach ja, klar, wieso nicht? Ich hab meinem Bruder gerannt auch schon irgendwas mit 30 oder so. Ja, ich spiele das ja kaum. Also wir beiden Bobbys hier, ey. Mit unserem Let's Play-Charakter. Ich hab dich auch stumm geschaltet. Na, aber ja, vielleicht. Egal. So. Alle stumm geschaltet. Hey, verkaufst du jetzt hier Obst? Ja. Ich bin da eben im Auto reingefahren, hab das ganze Obst hier auf der linken Seite kaputt gemacht und dann ist der Verkäufer weggerannt. Okay, machst du mir mal eben Wegpunkt dazu einem von den Spielern? Ja. Ich guck mal, wo treiben sie sich denn alle so rum? In der Stadt sind ein paar. Einer ist an der Militärbasis. Ich würde einfach mal sagen, in die Stadtmitte hier zu einem von denen. Ja, können wir machen. Okay, alles klar. Vielleicht sollten wir so einen Geländewagen nehmen, so ein bisschen Stockcar Quest Challenge. Ich habe das gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Nee, ich hab's das gesehen. Ich hab's. Ja, hab ich. Mhm. Und? Ja, wurde viel kaputt gemacht. Ja, aber hier diese Charlotte Roach, ne? Was ist das Charlotte richtig, wer? Ja, das ist Roach. Richtig. Die von dem Buch Feuchtgebiete. Ach, die, ja, die ist mitgefahren? Genau. Ja, ja, genau. Sogar okay. bei Stefans Team. Mhm. Und die ist echt gut. Die hat, glaube ich, zweimal in zwei. Da ist doch immer der Axel Dingsbums mitgefahren. Ja, der ist in einem anderen Team. Ach so, okay. Diesmal. Und die Charlotte, die hat jetzt eben da zweimal, war glaube ich, Zweiter. Und dann einmal hat sie sogar noch dieses. Am Ende gibt es immer dieses ganz große Rennen, weißt, wo alle rein. Ich dachte, am Ende kommt immer das mit den Wohnwagen. Nee, das kommt davor, als vorletztes, okay. Weil damit die Autos auch noch fahren. Und als letztes kommt dann eben da, wo alle halt nochmal mitfahren. Und da hat sie sogar gewonnen. Okay, cool. Also das war nicht schlecht und da waren dann ja auch die Jungs von Waititi und die sind beide Letzter geworden. Ja. Ich guck keine Waititi-Videos, da kann ich nichts zu sagen. Ich auch nicht, aber ja, ich guck sowas allgemein nicht. Ich guck eigentlich kaum Comedy-Videos. Ich auch nicht. Comedy gucke ich eher im Fernsehen. Ja, seit Jahren. Ich habe am Anfang angefangen, habe ich mit so Comedy-Sachen. Also schon, das ist bestimmt schon 3 Jahre her. Und dann habe ich halt schnell angefangen mit Let's Plays. Okay. Und dann, ich gucke eigentlich nur nach Sachen über Videospiele bei YouTube. Da fahre ich hier richtig? Ja, jetzt links gleich. Ja, Alter, was ist denn das für eine Navi, die mich hier einmal quer über die Autobahn lotst? Wenn möglich, bitte wenden, mitten auf der Autobahn. Das habe ich mal gehabt, da habe ich Radfahren eingegeben ins Navi. Und dann sind wir quasi mit dem Fahrrad über die Autobahn gefahren. Also GTA laut dem, oder in echt? Ja, in echt. Laut dem Navi sind wir Fahrrad gefahren und meinte, auf der Autobahn, wenn möglich, bitte wenden. Warum fahrt ihr mit dem Fahrrad auf der Autobahn? Nee, sind wir ja nicht, aber das Navi dachte, wir sind Fahrrad gefahren, weil ich Fahrrad eingegeben habe. Ach so. Und dann sollten wir halt wenden mitten auf der Autobahn. Ah, okay, hier sind ein paar Spieler. Ja, komm. Warte. Der eine hockt da unten irgendwo. Warte, ich mach irgendwie den Punkt weg, so. Oh, das regt mich auch immer auf, wenn er nicht weggeht und man will abbiegen. Fährt der Auto? Ich glaube, ja. Na, meine Playstation wird gerade... Ach, scheiße, der sitzt am Auto drin. Oh, der hat immer ein ganz schön geiles Auto. Ich war vorhin online, ne, mit meinem richtigen Charakter und auf einmal steht irgend so ein Typ, der mein Auto ist und ist damit kurz gefahren. Ah, nee, der ist im Passivmodus. Oh, Scheiße. Cool. Da ist noch einer. Wieso habe ich auf einmal einen Stern? Entschuldigung. Holen die hinterher?
Ja. Schnell! Ich wollte den gerade markieren wie in Battlefield. Und die Beta ist jetzt ja auch schon vorbei morgen. Ja, die kann man jetzt halt immer so spielen. Nee, am 31. kommt's raus. Oh, Alter, verpisst euch da! Bam in your face! Komm, verfolg ihn. Oh, warte. Boom! Ob er das lustig findet? Pam! Nein, er hat mich rausgeschossen. Oh, du Noob. Respawn. Er hat mich getötet. Okay, gut. Dann nehme ich mir sein Auto. Bist du denn? Natürlich bin ich hier unten. Warte, ich hol dich. Ja, das wäre nett. Kann man sich eine Garage kaufen? Boah, perfekt. Warte, ich muss mal aufstoßen, ich mute mich mal. Ja. So. So, hier ist dann sein Auto da. Kannst du da rein? Bestimmt. Ja. Ach, jetzt habe ich die Bullen im Arsch. Und fahr ihnen genau entgegen. Hier lang. Ja, die Bullen habe ich auch im Moment am Arsch. Erstmal auf die Autobahn und da oben ist nämlich auch einer. Ah, da. Nee, ich glaube, der ist unten. Ach so, ja. Was ist den? Wie? Ach, der läuft da. Die Tür. Tschüss. Ah! Einer voll aufs Dach. Ich fahre ihm hinterher. Ja, warte, ich auch. Ich hol auf. Oh, warte, ich wurde voll gerammt. Ah. Hinten fährt er. Ah, komm, gib Gas, ich bin schneller als der. Alter, du bist schneller als ich, scheiße. Ja, danke, dass ihr mir erstmal voll da in den Weg kommst. Nein, meine Playstation. So, jetzt holen wir aber auf hier. Hab ich. Nein! Ah. Nein, er hat mich rausgeschossen. Nein, er hat mich auch. Scheiße. Ach, das ist der von eben. 1-1, alles klar. Hat er Glück gehabt. Ich steig gleich aus und hol mir meine Shotgun. Oh, hier unten. Da. Warte. Ich komm mit der Shotgun, er klaut dein Auto. Warte, ich bin schneller. Er klaut mein Auto. Ich hab ihn im Fahren die Tür mit der Shotgun aufgeschossen. Und dann hab ich ihn getroffen. Warte, ich komm. Die Bullen. Ah, Mist. Warte, ich komm. Nein, was macht der da? Frankie hat mich getötet. Nein! Ich bin tot. Aber ja. Das war nicht Frankie bei mir, das war ein Bulle. Was bist du denn für ein Noob? Du lässt dich von den Bullen töten? Ja, keine Ahnung, der wollte auf einmal bei dir auf deiner Seite einsteigen. Hey, bleib hier! Mal nicht mal. Da ist ein Spiel! Danke. Ich wollte den Autofahrer abschießen und du bist dahin gefallen, dass du mit dem Kopf in meine Schussbahn bist. Ja, danke schön. Ich hab den Instant Headshot gegeben. Na, die legen es aber drauf an, ne? Die legen es drauf an. Da kommt jemand. Die legen es drauf an. Ich hol meine Shotgun raus. Nein, erstmal nachladen. Nein! Ups! Ach, das warst du. Entschuldigung. Hä, ach, das war. Ach, hä? Der hat mich getötet. Ach, du warst hinter mir. Alter, warum hast du mich getötet? Ja, du warst im Weg. Hört man die Playstation laut? Das geht. Ach, ja, weil das ist irgendwie so nervig. Das ist, wenn ich rede, nein, man hört sie nicht wirklich. Ja, also okay. Also ich höre sie jetzt gerade ein ganz kleines wenig, aber auch nur sehr leise. Ja, das ist aber irgendwie blöd. Wir müssen halt Sachen am PC machen. Ja, dann müssen wir uns GTA für den PC holen. Ja. Nein.
Ich habe auch überlegt, ich glaube, ich kaufe mir gar kein PlayStation 4. Ich gebe das Spiel, Quatsch, das Geld lieber für ein paar nette PC-Spiele aus. Ja, ist doch ganz nett, aber wir wollten ja eigentlich auch Wir noch können ja auch mal PC Guild spielen, Wars ne? machen. Genau, wir wollten eine Fun-Runde Guild Wars machen. Einfach so ein bisschen labern, so einen neuen Charakter anfangen, einfach so ein bisschen darum turnen im Startgebiet und ein bisschen halt Aber ich war das labern. Pro aber ich war das Problem. Genau, weil Manu hat es nicht geschissen Da gekriegt, sein knapp. Passwort rauszufinden. Ja, fahr doch nicht so schnell. Ja, was ich im abgeschickt gestanden. Warte, 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 warte. Da tot? Nein, ah, Mist. Eben habe ich ihn. Warte, halt ihn an, ich steig aus und baller ihn raus. Okay, warte. Wow, ich fuhr gerade von einem Auto. Ah, komm, er muss irgendwo gegenfahren. Alter, der Verkehr. Ja, ich hatte halt mein Passwort nicht mehr rausbekommen. Da ist er! Da ist er! Pam, Junge! Komm hinterher! Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich komme da Ah, nicht Mist. runter. Ich glaube, der ist tot. Nee, der ist nicht tot, der ist unter Nee. uns. Scheiße. Ah, komm, hier muss es doch irgendwo runtergehen. Ja, warte. Oh, ist immer die Bullen. Soll das eigentlich Mercedes sein, das wir da gerade fahren, ja, oder? So ähnlich. Kann sein. Nimm den Mini. Da Ah, hier unten ist muss er es doch wieder. irgendwo runtergehen. Ja, aber Irgendwo. da. Ah, Mann, die Reifen sind kaputt. Warte, 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 da Da hinten ist hinten. er, da hinten. Hab ihn. Sehr gut. Ich komme hier nicht mehr weg. Nein, ich komme hier nicht raus. Nein, Nein! ich hab den Oh, du hast Bullen schon wieder abge... mich getötet. Ich hab den Bullen abgeschossen und du wechselst den Sitz und dann gebe ich dir wieder Ah, einen Mann. Headshot. Oh, ich bin, hab mich richtig zu einem Headshot-Monster entwickelt. Ja, aber leider nur bei mir. Oh Gott, wo bin ich jetzt hier auf einmal gespawnt, ey? Wie viele Bullen ich gerade getötet habe. Ich springe hier rum. Oh, hier ist ein Heli. Hier ist gerade. Hier sind Helis! Hier sind Helis! Stehen die da auf dem Ja! Boden? Warte! Markier das mal auf der Karte, hier wo ich bin. Ach, Komm, du bist steig ein, da. steig ein, steig ein, steig ein, steig Ja, ein, ach, steig ein. geil. Ich hol Ja, dich Mann, ab. warte. Ich Ich, hol nein, dich nein, 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 ab. warte, warte, ich hol mir auch einen. Ich hol mir auch einen. Ach, bei Okay. dem Landeplatz sind immer welche. Ach, so. Da unten fährt ein Boot. Hier ist noch ein Welchen nehme anderer ich denn? Heli. Der schießt mich gerade ab. Ach, ist ein Polizeiheli. Komm, lass mal irgendwie aus der Stadt fliegen und dann. Ja, ich bin gerade dabei. Ich muss das mal abheben hier. Und dann ärgern wir Spieler mal von oben. So. Lass mal in Richtung Wynwood Hills. Okay. Oh, man kriegt aber 4 Sterne, wenn Da man die klaut. oben fliegen drei Helis. Ja, Ach, einer ach bin so, ich du und und dann zwei noch zwei. Polizei-Helis. Ich komme. Da kriegt man Helis. Das müssen wir uns merken. Genau. Da am Kanal halt. Der, das, was Ja, man auch im Singleplayer das. kaufen kann. Ja, genau. So ein Stückchen Beton für 240.000. Wir treffen uns erstmal da oben an diesem Kuppelding. Bist du die Bullen denn los? Nein, Ja, die fliegen gerade direkt hinter mir. ja, ich würde mal sagen, die werden wir erstmal schön los, ne? Ja. Also ich bin sie los. Scheiße, ich nicht. Ich habe 4 Sterne. Bei dem Kuppelding treffen wir uns hier oder gleich oder was? Ja, ich fliege noch einen Ticken weiter. Wir können ja noch Berg hochfliegen und gucken, was da gerade los ist. Aber vielleicht sind ja Aber diesmal warte, warte, da. ich hab sie gleich los, ich hab sie gleich los. Ja, vielleicht gibt's da jetzt ja die Motordinger. Können wir da auch mal runterfahren, das hatten wir ja auch noch nicht. Ja, würde ich auch gerne mal machen dann. Das ist irgendwie komisch, dass die immer Genau. mal sind die da und dann manchmal wieder nicht. Ach, so kriegt man also ein Heli. Hätten wir das mal eher gewusst. Ja, wir haben da immer auf dem großen Flugplatz ja immer rumgeguckt. Bist du hinter mir? Ja, ich bin hinter dir. Du hast den in Rot, oder?
Nee, ich habe einen grau oder sowas. Also schwarz, so. Dunkelblau, keine Ahnung. Ja, ich hätte gerne den roten genommen, weil der sah cool aus in diesem weiß-rot, aber der war mir zu weit weg. Tja. Eigentlich müsstest du mal mit so einem Bike. Nee, Quatsch, andersrum. Du fährst ja. Müsste ich mit so einem Bike runterfahren, du müsstest das filmen. Ja, also ein Heli quasi. Ja, ja. Und der nächste Spieler, der oben auf dem Berg ist, wird dann mit meinem Heli belohnt. Wie sieht das komisch aus, wenn der nur zwei Rotoren hat da so? Ja, so ein bisschen. Ich finde das cooler mit vier. Der steuert sich so ein bisschen träge. Ich verstehe nicht, warum meine Kamera mal nach unten geht. Also meine geht nicht nach unten. Vielleicht musst du mal den Finger vom rechten Stick loslassen. Nee, denn wenn ich den loslasse, guckt meine Kamera automatisch nach unten. Also bei mir nicht. Oh, hier sind gerade keine Spieler und die Bikes stehen da. Ja, okay, sehr gut. Wo lande ich denn mal? Ich lande hier. Oh, sieht gut aus. Ach, das sind gar keine Bikes, das sind Wanderer. Och, wie kannst du den Wanderer mit Bikes verwechseln? Ja, der eine hat den grünen Rucksack an, der andere den roten. Sind da wirklich keine? Dann können wir mal... Schade. Was können wir machen? Eigentlich bräuchte einer von uns so ein... Haben wir eigentlich einen Fallschirm? Ich glaube ja. Ja? Wollen wir Fallschirm springen? Lass mal so hochfliegen wie möglich. Okay. Wir kommen nur ein bisschen weiter vom Berg hier weg. Ja, genau. Eigentlich müsste einer von uns so ein... nicht Maschinengewehr. Na. Ein Scharfschützengewehr haben und dann halt... wenn wir beide einen Heli und der andere setzt sich dann halt eben an die Seite. Ja. Wir wissen jetzt, wo wir Helis kriegen, also wenn wir die verlieren, ist ja nicht schlimm. Alter, wo bist du denn? Guck mal, ich bin hier viel höher als du. Ja, ich weiß, ich bin gerade dabei. Ja, komm, wir stellen uns mal gleich nebeneinander und springen dann raus. Okay, Moment, ich komme. Bis wir so auch über den Wolken sind, dann gucken wir mal, ob wir bis nach Los Santos kommen. Ja, genau, da bist du. Ich glaube, so viel höher schaffen wir es nicht. Doch, höher schaffen wir. Ich bin ja mit dem Jet einmal höher geflogen. Da habe ich die Insel gar nicht mehr gesehen. Naja, gut, ne? Heli und Jet. Ja, warte, ich steige weiter, weil ich bin immer noch weiter weg von dir, als du von mir. Nee, Mann, das macht keinen Sinn. Nicht so ganz. Ich bin weiter weg von dir, als du von mir. Das ist eigentlich ein Satz. Ja, welches sprachliche Mittel war das gerade, Manu? Was? Eine Antithese, ja? Du hast doch im Deutschunterricht gelernt. Oh, wir sind aber gerade ganz schön hoch. Lass mal gleich den Fallschirm schon hier oben zünden. Zünden? Oh, weg, gleich haben wir gar keinen Fallschirm. Dauert dann trotzdem 5 Minuten, bis wir unten sind. Warte, du musst irgendwie weiter weg von mir auf einmal. Du bist irgendwie von mir weggeflogen. Komm mal wieder her. Mal sehen, wie lange wir gleich fallen. Ja. Ging ganz schön schnell. So, jetzt sind wir doch gleich ungefähr auf der Höhe. Warte. Ich bin dann, glaube ich, etwas höher. Nee. Ich bin wieder. Okay. Wir müssen mal näher aneinander ran. Ja. Aber gleich crashen wir uns. Könnte ich wetten. Okay, wir springen gleich ab. Du bist irgendwie höher. Ich komme nicht mehr höher. Ich komme auch nicht mehr höher. Warte, wir müssen näher aneinander ran. Ach. Ich sinke. Okay. Warte, ich lass mich kurz... Okay, drei. Warte. Ah, warte, wenn ich auf deiner Höhe bin, ab drei. Okay, also. Drei, zwei, eins und go. Oh, okay, der Fallschirm ist dabei. Sehr gut. Ich hab keinen Fallschirm, siehst du mich? Du hast keinen Fallschirm. Ich hab keinen Fallschirm. Warte, ich rette dich. Nein. Ich hab keinen Fallschirm. Warte, komm her. Ich komme. Nein. Da hat er keinen Fallschirm.
Wo bist du? Keine Ahnung, ich bin gleich hier am Boden. Ah, nein, nein, ich schäle gleich auf. Nein, nein, das ist ein Felsen. Wo bist du? Wo bist du? Oh, ich bin gegen Baum geknallt. Wieso hatte ich keinen Fallschirm? Und ich sehe, geht sie ganz gemütlich runter. Ich suche mir ein Auto. Wo bist du denn? Auf der anderen Seite vom See. Du bist sozusagen irgendwo auf dem Berg oder nicht? Ja. Ich hab gerade eben den Heli abstürzen sehen. Da kann man jetzt erst auf dem Berg runter. Ach ja, du hast das Spiel verlassen. Nein, ich bin mit dir in einer Sitzung. Ne, hier steht S, das Spiel verlassen. Ich bin bei dir immer noch in einer Sitzung. Mit dir. Also bei mir hast du das Spiel Bei verlassen. mir hast du das Spiel verlassen. Ja, wer hat jetzt das Spiel Nein, verlassen? das ist hier die Frage. Was war zuerst da? Ei oder Huhn? Das habe ich Nee. mich auch schon mal gefragt. Ich hab dann auch auf dem Klo darüber diskutiert mit mir selber. Hast du mit dem Klo darüber diskutiert? Nein. Ach so, auf Klo. Auf dem Klo. Ist auch cool, du sitzt auf dem Klo und redest mit dem Klo. Ja, soll ich ihn nochmal neu einladen jetzt, oder? Ja. Nein. Das ist bestimmt die PlayStation. Es kotzt mich so an. Es kotzt mich so Nein, an. nein, 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 nein. Es kotzt mich so an. Jetzt muss ich wieder dauerhaft reden, damit es nicht ganz so schlimm ist. So, hast du die Einladung bekommen? Ja, habe ich. Okay. So. Nee, jetzt ist es wieder weg. Ja? Na, jetzt hörst du nicht mehr. Okay, das ist ganz gut, weil bei mir ist es gerade so laut wie immer noch. Wie immer noch. Ja. Du trittst jetzt einer anderen GTA Online-Sitzung bei. Wie viele Minuten haben wir denn schon? 22 und ich muss mal aufs Klo. Das muss ich Schön. anhalten. Ich kann die Leute auch so weit lange weiter unterhalten. Ich kann's ja. Geh du aufs Klo, gib dir Mühe. Nein, ich halte das aus. Nein, halt 8 Minuten. Ja, das halte ich Nicht, dass aus. du dir wieder in die Hose machst. Nein. Das wisst ihr ja gar nicht, aber Alleine Manu ist wieder. ja Bettnässer. Ja, klar. Das wisst ihr jetzt. Ja. Seit morgen bin ich Ich das. wollte gerade auf irgendeine Pointe raus und hab's verkackt. Schon scheiße. Ja. Finde deine Freunde, wenn du in ein offenes Spiel Da kannst du platziert lange wirst. suchen. Ich sag nicht das dritte Mal das gleiche. Schieß los, du willst sofort anfangen, wenn du gleich zu einem reinen Deathmatch, einer Mission oder eine Spielliste willst, bringst du dich oben. Nee, Quatsch. Bringst du. Egal. Ich kann nicht gut vorlesen. Ja. Lesen ist nur was für kluge Menschen. Ja, ich trinke jetzt einen Schluck frische Brise. Ich würde auch gerne was trinken, aber ich hab hier nur Eistee und der läuft so bei mir durch. Ich kaufe mir immer so eine Kiste Wasserflaschen, weißt du? So Glasflaschen. Ich war gestern bei dir. Kosten irgendwie zwei. Ja? Ach ja, stimmt. Das habe ich schon wieder total vergessen. Was? Du warst bei mir? Ich hab dich gar nicht gesehen. Zeitüberschreitung, scheiße. Ich lade ihn nochmal ein. Das ist irgendwie 2,99 € oder so. So eine Kiste ist richtig geil. Aber jetzt bin ich wieder Michael. So. So, Entschuldigung. Wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Oh, 1,3. Ich überfall mal eben den Laden. Ach, hier ist er noch. Du hast nicht genug Geld. Überfall doch einen Laden. Das ist auch so geil. Ja, wir nehmen die.
Ich glaube, ich bin aus dem Social Club rausgekickt worden. Zack, zack, zack. Und ein Playboy-Heft bitte. Und immer schon weiter Spieler einschüchtern. nimmt nicht mehr an der Sitzung teil. Boah, 3200. Sehr gut. Mir sagt er, du nimmst nicht mehr an der Sitzung teil. Bei mir verlassen auch irgendwie gerade ganz viele Leute das Spiel. Dann bist du gerade rausgeflogen. Ja, aber das geht ja Warte, alles noch. ja, dann sagt er, ja, bei mir ging das ja auch noch. Ich war alleine in der Sitzung. Komisch. Warte, ich Also betrete jetzt bei eine mir neue sind jetzt Sitzung, noch dann vier lade ich dich Leute. nochmal ein. Das ist komisch. Warte, ich lade dich gleich nochmal ein. Bei mir lädt er gerade online. Was machst du heute noch so? Ah, ich muss ein bisschen Theorie lernen für Ja. die Fahrschule. Hm. Wenn wir jetzt ganz angepasst jetzt mal Ja. oder Ich weiß gar um nicht, was ich nach der loszulegen. Aufnahme mache, dann mache ich keine Ahnung. Hey, jetzt kam eben, du hast das Spiel verlassen. Ich. Ja. Das kam irgendwie gerade noch mal. Ach, ah, warte, ich trete einen Online-Sitzung bei. Wir können gleich noch eine Folge aufnehmen. Also ich hab heute schon 2 Stunden Ja. Theorie gelernt. Ja, also ich habe Nur auch ich Zeit. Ich muss. weiß gar nicht, was ich überhaupt nach der Aufnahme machen soll. Ja, das können wir weiter aufnehmen. Das nächste große, die nächste große Etappe heute ist mein Armbrot. Das ist das Einzige, worauf ich heute noch hinarbeite. Wie arbeitest du denn darauf hin? Gar nichts machen und warten. Nee, aber das ist das Einzige, was heute noch ansteht, irgendwie. Also heute ist nicht so pralle. Ja, ich düse irgendwie gerade hier nur auf den Feldern rum und überfahre irgendwelche polnische Leiharbeiter. Ich habe gerade ein geiles Auto bekommen. Und warte, dass die letzten 4 Minuten oder 3 Minuten rumgehen, damit ich gleich auf Klo kann. Ja? Ja. Dann gib dir Mühe. Ah. Hui, Pam. Der ist mit dem Auto im Pool gelandet. Der Ich war fährt noch. vorhin, da war ich halt, habe ich online gespielt. Ja, und dann habe ich da so eine Art Ferienclub oder irgendwie sowas da entdeckt. Und da war auch so ein geiler Pool. Ach, Erstmal ein hier Auto drin versenkt. lass mal Fußball spielen. Ich habe hier einen Wasserball gefunden. Den kann man mit mir wegtreten. Man muss mich mal einladen, vielleicht. Ach so. So. So Da. eine ganz verrückte Idee jetzt von mir, aber kannst du mich ja mal einladen? Was hast denn du für ein Bart? Ich habe einen kurzen Bart. Siehst aus wie Osama bin Manu. Beim Friseur stand da kurzer Bart. Sieht ein bisschen komisch aus. Alter, ist der Ausblick hier geil. 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 Hui. Oh, ich muss doch ein paar Sachen für die Schule machen. Noch hier am Muss ich auch noch, Wochenende. ich schreibe direkt am ersten Tag, schreibe ich eine Arbeit. Also so eine, am Computer, das ist so eine PowerPoint-Präsentation und sowas. Arbeit am Computer. Und am Freitag nochmal sowas ähnliches, nur halt mit Homepage-Gestaltung, also. Ich bin tot. Ah, du bist der Sitzung beigetreten. Ja, aber wir sind alleine hier, ne? Ja. Ah, nur wir Nee. beide. Wo bist denn du? Okay, ich bin Ich bin bei ganz. Franklin. Ja, ich nicht so wirklich. Ich komme mal in die Stadt gefahren. Hast du etwa dein Handy für die Da Aufnahme muss nicht ich mal eben, da muss ausgeschaltet? ich mal eben ran, bis gleich. Mikrofon muted. Ja. Ich weiß nicht, ob er die Aufnahme jetzt beendet hat oder sich nur gemutet hat. Wenn er sich nicht gemutet, Quatsch, wenn er die Aufnahme nicht beendet hat und sich nur gemutet hat, sind wir jetzt alleine. Ich klaue jetzt erstmal ein Auto. Ich weiß gar nicht, ob Manu mich gerade hört. Und ich mich gerade fecht zum Affen mache, weil er sich weiter aufnimmt und ich hier weiter laber. Ich glaube, er hat die Aufnahme unterbrochen. Es klang so, als hätte er sich gemutet.
Mikrofon. Okay, natürlich. Hab ich zum Glück auch, ey. Zum Glück habe ich mich gemutet. Ich dachte eben schon. Ja? Hast du mich weiterreden hören? Nee, ich habe Kopfhörer. Ich hatte meine Kopfhörer nicht auf. Ich musste da eben rangehen, weil das war. Du hast die Aufnahme aber nicht beendet, oder? Nein, ich habe mich kurz gemutet und ich hoffe jetzt, dass ich halt auch wirklich gemutet war. Ja, warst du. Keine Sorge. Ich muss mir ganz kurz irgendwie einen Zettel mal eben aufschreiben. Ich finde das irgendwie cool, wenn du Leute anhältst und sie vor denen parkst, dann zeigen sie dir auch den Mittelfinger. Okay. Warte, ich hol dich ab, ich habe ein geiles Auto. Ich habe ein Motorrad. Oh Gott, ich werde von der Polizei verfolgt. Wo bist denn du? Ich bin irgendwo rechts neben dem großen Berg oder so. Sowas, ich bin mitten in der Pampa. Kacke. Deswegen. Oh, ich fahr gerade in die falsche Richtung. Warte, komm mal hier hin. Also da rechts zur Autobahn. Ja, warte. Ich muss nur eben kurz die Bullen abhängen auch noch. So, warte. Das ist eigentlich die Folge für heute oder haben wir noch was auf dem Lager? Das ist jetzt hier die von heute. Also kommt die auch also später. Ich würde da jetzt hier nach unten fahren, weißt du, hier auch zur Autobahn halt, da runter. Ja, rechts zur Autobahn. Ja, genau. Ja, ich komme dir entgegen. Warte mal, ich glaube. Hä, das ist doch ein Flughafen, der eine Flughafen war nicht. Warum gibt es hier keinen. Da kein ist Flugzeug? So eine Landebahn. Behindert. Also, da wo Trevor immer losgeflogen ist, oder? Nee, ich bin noch gerade auf einer anderen. Ja. Oh. Okay. dann. Das Auto hier ist echt voll geil. Eigentlich würde ich mir das gerne saven. Saven? Saven. Aber ich glaube, erstens kann ich das nicht, weil die Karre zu heiß ist. Laut Los Santos Customs. Oh, die Karre ist zu heiß. Ah, und scheiße, ich bin tot. Ich glaube ja immer noch, dass sie mich meinen und nicht das Auto. Klar, du bist zu heiß, ja. Genau. Ich glaube, das kostet 7.000, ne? Kann sein. Also, das war's mit der Folge hier, weil ich muss auch mal auf Klo. Langsam, sehr dringend. Groß oder klein? Nein, nur klein, aber das ist nicht so wichtig. Gut, vielen Dank fürs Zugucken und dann bis morgen. Jo, bis morgen.